Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Story Mode, dem interaktiven Spielfilm. Wir stehen jetzt hier in diesem komischen Tempel und können jetzt entweder nach links oder nach rechts gehen, je nachdem, ob wir Elegard oder ob wir Magnus, heißt er genau, Magnus folgen. Gleichzeitig können wir hier unsere Kollegen anschauen. Habe ich das nicht in der letzten Folge schon gemacht? They made a statue of me. I wouldn't choose that pose. I'd look like this. Ich glaube, wir haben die uns schon angeguckt. Ansonsten ist das jetzt auch nicht wirklich wichtig. Wichtig ist jetzt, gehen wir links oder gehen wir rechts? Und ja, ich schlage vor, da wir uns ja mit Magnus schon beschäftigt haben und bei ihm in Boomtown waren, nehmen wir jetzt einfach mal den Weg von Elegard. Also links lang. Elegard folgen. Petra, are you okay? I'm sorry. I don't mean to worry you. I've just got something I want to discuss with you in private. But let's split up. I feel bad about ditching everyone else, but I just wanted to talk to you about this alone. It's a little tough to talk about. Hey, whatever it is, I trust you. You can tell me. Thanks for being so understanding. You got me away from the Wither Storm, but I'm worried that I didn't get away soon enough. What? It showed up not too long after you saved me. What is that? What's wrong with your arm? Do you know what Wither is? The Wither? Of course, we've been... No, Jesse. Just Wither, or Wither sickness, I guess. And I feel like it's just gonna keep getting worse. Well, we're going to go back and tell the others. We can get help! You can't tell anyone about this. Ah! Creeper! Grab my hand, I'll pull you up. Jesse, I just couldn't... I'm sorry. Jesse? Hey, you're the one that's sick. Take care of yourself first. I'll be okay. Okay, I got this. Stay safe. I'll find a way down to you. Ja, super. Sowas hatte ich schon befürchtet. Petra hat irgendeine komische Krankheit. Ich komme mir ja vor, wie als wenn man bei The Walking Dead... Von wem war das nochmal gleich? Ach ja, von Telltale Games. Aber die Grundidee natürlich nicht. Und vielleicht kann ich jetzt auch mal wieder ein bisschen was erzählen, denn wir sind ausnahmsweise mal alleine. Ja, und laufen auf einem schienenförmigen Weg, der uns gar keine Möglichkeiten lässt. Bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Vor allen Dingen, ob wir jetzt vor dem blöden Ivor, ob wir vor ihm da waren. Denn das sah ja auf der Karte schon so aus, als hätte er einen gehörigen Vorsprung. Und übrigens, man kann hier nicht reinfallen, also ihr müsst jetzt gar nicht so spannungsgeladen davor sitzen, da könnt ihr ganz entspannt sein. Wie ich schon sagte, das ist ein bisschen wie auf Schienen, ist auch vom Grundkonzept her, naja, nicht so ganz fordernd. Aber egal, wir wollen ja der Story folgen und die ist ziemlich unterhaltsam. Und jetzt kommen wir doch mal hier irgendwo hin. Mit unserer tollen Taschenlampe. Ui. Das sieht cool aus.
Aber wie ihr seht, der hat auch ein bisschen Probleme hier mit der Ausleuchtung von so großen Plätzen. Das habe ich euch ja schon bestimmt tausendmal erzählt in meinem Minecraft-Let's Play. Es ist einfach verdammt schwer. Es ist immer noch sehr dunkel. Also hier würden Monster spawnen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, hier auf dem Boden ist das Symbol vom Order of the Stone. Stellen wir uns mal drauf. Nö, da passiert schon mal gar nichts. Da können wir nicht weiter und ja, ich habe den Spalt schon gesehen. Ich dachte nur, es gibt vielleicht doch irgendetwas anderes, was man noch entdecken könnte, aber dem ist offensichtlich nicht so. Also gehen wir zum Spalt in den Bücherregalen. Da ist bestimmt irgendwas dahinter. Also da ist auf jeden Fall was dahinter. Noch mehr Bücherregale. Und ein Schatten. Das war ja klar. Wen haben wir denn da? Show yourself. Who's there? You. Trying to interfere with my plans again, I see. Your tenacity is commendable, yet misguided. What are you doing down here? Being rudely interrupted by you, clearly. I'm here with the order to find Soren Super TNT. We are going to take down your Witherstorm. The order? Believe me. That plan will blow up in their faces in more ways than one. They cannot help you. But me? I choose not to. Out of my way. Wait, but I... Oh, you're not going anywhere. Petra, you escaped? Foolish girl! I... Shut up. I don't care what you have to say. I'm just gonna take you down. I'm not letting you leave either. Good. I'm the only one who can stop the Witherstorm! Not you, not the Order! Don't make yourselves the villains in my story. You're not going anywhere. This could have all been avoided. If you want to stop me, you'll have to catch me first. Oh, nein. Jesse, look out! You're not getting out of here that easy, Ivor. I'm like the wind! Cool. Oh nein! I'll cut through you if I have to! Don't tempt your fate. So ein Drecksack. It didn't have to go this way, Jesse. You could have just let me go. Now you see me. Nicht schon wieder ein Drang. Na toll. He could be anywhere. Stay on your guard. Vanish all you want, slime ball. You're still not going anywhere. Stings, doesn't it? Ow! End of the rail, Ivor. We're not letting you get away with this. This one's on you, you puffed up fool! There's no time for this. Jesse! Petra! Even more of you? Will this parade of useless babblers never cease? What's going on? We found Ivor. We stopped him. Jesse did, anyway. False. You have stopped nothing. A query. Have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? Mach mich schon wieder ein Trank. Talking about you, big jerk. Magnus,
The Synthegard may think they can stop me, that they can destroy the Witherstorm, but they are mistaken, and it will cost them their lives. Na, ganz toll. Oh. Also, nächstes Mal bei Minecraft Story Mode. Next time on Minecraft Story Mode. In pursuit of answers, all our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Petra's wither sickness? Na, hoffentlich. Would they find a way to defeat the Witherstorm? Mit Sicherheit. Or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage Garantiert across nicht. The entire world? Only time will tell. Ja, da waren wir jetzt aber ganz schön schnell durch mit Episode 2. Ich muss sagen, die war, ja, eigentlich lächerlich kurz, ganz ehrlich. Also die hätte man auch direkt, glaube ich, mit dem Rest veröffentlichen können. Aber na gut. Das ist hier die Veröffentlichungspolitik von Telltale Games. Da habe ich jetzt natürlich keinen Einfluss drauf. Bin mal gespannt, wie lange wir dann jetzt warten müssen auf Episode 3. Ich habe das Gefühl, es wird nicht so ultraschnell gehen wie das letzte Mal. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren überzeugen, weil ich würde jetzt schon gerne weiterspielen. Diese Episodengeschichte, das ist immer so eine... Ja, ich mag es eigentlich nicht so, weil je nachdem, wie lang es dann dauert, ist es immer so schwierig, dann wieder reinzufinden. Das fühlt sich dann irgendwie immer so komisch an, so abgehackt, aber... Zumindest die Geschichte ist lustig, unterhaltsam. Ich denke mal, wir werden die Petra bestimmt irgendwie heilen können und auch diesen blöden Witherstorm aufhalten. Denn, ja, glaube nicht, dass es hier ein negatives Ende geben wird, aber das sehen wir ja dann. Wir sind auf jeden Fall noch weit entfernt. Wir müssen ja noch ein paar vom Order of the Stone finden und dann wahrscheinlich in der letzten Episode auch noch diesen blöden Witherstorm aufhalten. Und natürlich auch die Geschichte noch ein bisschen hinterfragen, denn offensichtlich ist ja mit diesem Order of the Stone irgendwas faul. Was macht eigentlich dieser Ivor da? Was ist da damals vorgefallen? Oder warum sind die auch alle so pissig aufeinander? Das würde mich schon mal interessieren. Und ich denke, das werden wir auch im Laufe der Zeit so langsam ergründen. Jetzt sind wir hier im Endbildschirm und... Da bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr noch übrig. Ich habe alles gesagt, was ich sagen konnte. Die Credits müssen wir uns jetzt nicht alle angucken. Die dauern wahrscheinlich wieder Stunden. Und für die Kürze der Zeit, na, haben sich das jetzt auch nicht verdient. Da bin ich jetzt mal knallhart. Von daher brechen wir die mal ab. Und in Erwartung auf den... Nein, ich möchte auch kein Telltale-Konto. In Erwartung auf die nächste Episode sage ich Tschüss, macht's gut und ja... Bis nächstes Mal bei Minecraft Story Mode.